Klick auf Mobile, Freunde, und herzlich willkommen zum Daily Vlog Nummer 18. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche Stunden in der Familie, habt euch gut satt gegessen und habt ein bisschen Kraft getankt, denn jetzt kommt ja das wunderschöne Silvester, was mir persönlich Gladbeck am Bieb vorbeigeht. Und ja, ich wollte euch gestern eigentlich den Daily Vlog Nummer 18 präsentieren, der heute kommt, das reguläre Video. Habe ich nicht geschafft zu produzieren. Es ist auch noch nicht produziert. Es gibt bis jetzt zwei Filmsequenzen für das Video. Deshalb habt da bitte noch ein bisschen Geduld. Ob das dieses Jahr überhaupt noch kommt, weiß ich nicht, weil ich gehe ab heute wieder durchweg bis 2. Januar arbeiten. Dann wird es ein bisschen ruhiger. Und da weiß ich jetzt nicht, ob da noch ein reines reguläres Video kommt. Es wird definitiv noch ein Daily Vlog kommen, also mindestens noch zwei. Nämlich der am 31. und der am 1. Januar, weil ich arbeite ja durch die Nacht, also bis 2:30 Uhr so ein bisschen da drehe. Und dort wird definitiv noch ein Daily Vlog kommen. Auch ein Abschluss-Daily Vlog, wie das Ganze gelaufen ist und so weiter und so fort. Aber da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare nochmal unten reinschreiben. Ich hatte das zwar schon mal gesagt, aber da kam nicht allzu viel Feedback zurück, dass ihr dort einfach mal unten reinschreibt, wie ihr das findet, ob man das sowas wiederholen könnte, vielleicht alle halben Jahre oder immer im Jahr, immer meistens im Dezember oder so. Das müsste man mal gucken, wie man das macht. Jetzt habe ich noch die Geschichte Signaltechnik. Jetzt werden wieder viele sagen, oh, das kommt ja schon wieder mit seiner Signaltechnik. Ja, ist aber bloß eine kleine Information, denn ich habe mir über die Feiertage überlegt, man könnte doch aus der Signaltechnik, also die reine Signaltechnik ist ja sehr interessant, aber es gibt ja noch einen ganzen Rattenschwanz, der hinten dran hängt, wie man sich da in gewissen Situationen zu verhalten hat. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir nehmen das Ganze Bahnbetrieb. Also das Ganze soll im Bahnbetrieb stattfinden, also wir nehmen einfach mal alles durch, was so möglich ist. Da könnt ihr mir auch gerne auch dazu gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt, wie verhältst du dich in der Situation. Zum Beispiel, dass er das einfach mal mit unten reinschreibt und ich würde dann zu gegebenem Zeitpunkt die Situation mir rausgreifen, weil dann gucken wir uns das mal an, also ich erkläre euch das, dann kann ich euch das auch belegen, ich kann euch das zwar bloß vorlesen, aber ich darf es halt nicht veröffentlichen. Ich habe noch ein paar Informationen oder ein paar, weil ich gerade hier reingucke, ich habe noch ein paar Materialien da, wo ich letztes Jahr, weil ich letztes Jahr schon mal die Idee hatte, dort das zu machen, aber da war die Ausbildung und da hatte ich mit anderen Sachen zu tun. Hatte ich ja schon mal nachgefragt, ob ich die Genehmigung dafür bekomme, dass ich das veröffentlichen darf. Der damalige Stand war so, dass ich es veröffentlichen durfte. Ich werde die Tage nochmal eine Mail fertig machen an die Schule, auch an den Geschäftsführer dort und werde dort nachfragen, ob ich das veröffentlichen darf. Dann zum 1000 Abonnenten Spezial. Dort hatte ich auch gefragt, ob ihr sowas sehen möchtet. Dort bin ich dran. Dort muss ich dann aber leider erst nächstes Jahr muss ich dann mal schauen, ob ich da die Genehmigung dafür bekomme. Ich hoffe es. Dann könnt ihr mir eventuell mal über die Schulter gucken bei der Arbeit. Aber wie gesagt, dazu brauche ich die Drehgenehmigung und solange wie ich die nicht habe, wird dort auch definitiv nichts gedreht. Dann kam, das habe ich auch noch ganz kurz, die Geschichte Führerstandsmitfahren bei Nacht. Wird was kommen? Dort habe ich die Drehgenehmigung, weil dort darf ich aber die Leute eben, also das, was draußen zu sehen ist, die Personen dürfen nicht zu erkennen sein und auch kein Funk und so weiter. Also wenn ich so die normalen Voraufnahmen darf ich aufnehmen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem Zugleiter oder Vordienstleiter sprechen, dann muss das dort definitiv rausreduziert werden, weil das betriebsinterne Geschichten sind und das geht niemandem was an. Reguläres Video hatte ich angesprochen, das hatte ich angesprochen, was war es denn noch? Genau, und mit Daily Vlog 18 soll es ja eigentlich heute gehen. Und zwar hatte ich im letzten Video, das kam mir sehr gut an, dem Daily Vlog 17, das kam mir wirklich sensationell geil an, das hat glaube ich mittlerweile über 2300 Klicks. Das ist für mich eine gigantische Zahl. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist Wahnsinn. Auch für die vielen, vielen neuen Abonnenten, auch wenn im Moment die Statistik irgendwie ein bisschen rumspackt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich habe jetzt in den letzten 3 Tagen, ich glaube,
14 Abonnenten verloren oder so, aber in der Statistik, wenn man den Balken dann aufruft, geht es immer bloß nach oben und nicht nach unten. Also irgendwie hat der YouTube wohl ein kleines Problem, aber das ist egal. Genau, die Fahraufnahmen, die ihr dort gesehen habt in dem letzten Video, die sind mit dem Handy entstanden. Ich hatte nebenbei gleichzeitig noch die GoPro laufen für das normale Update-Video, also für den Interregio, für das Video. Und die Videoaufnahmen würde ich euch gerne, oder möchte ich euch nicht vorenthalten. Und deshalb kommen die heute. Ich habe sie schon zusammengeschnitten, das habe ich gestern schon gemacht. Jetzt mache ich das Video noch schnell fertig und dann lade ich es hoch und dann seht ihr das heute. Ich denke, bis zum Mittag ist es da. Gut, dann weiß ich nicht, ob wir uns morgen nochmal sehen, weil ich morgen relativ zeitig anfange. Müssen wir mal gucken, aber es wird definitiv, also wir sehen jetzt definitiv vor Silvester nochmal. Daily Vlog wird es natürlich jetzt im Moment auch schon nicht mehr werden. Also das ist täglich, was täglich Video gibt. So rum ist das gemeint. Aber okay, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den Fahraufnahmen. Das geht so ungefähr 5 Minuten. Und dann sehen wir uns nach den Fahraufnahmen nochmal wieder.
Ja, das soll es dann mit den schönen Bildern von mir von hier für heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich vermute mal übermorgen könnte das passieren. Dann wünsche ich euch bis zu dem Video alles, alles Gute und bleibt gesund. Wie gesagt, wenn ihr das nicht seid, werdet so schnell wie möglich gesund. Das ist immer ganz wichtig. Und bei uns hat es heute dieses komische Chaospulver gegeben, dieses weiße Zeug. Sieht irgendwie ganz komisch aus, aber bleibt sowieso nicht lange liegen. Aber was soll's. Ich mache mich jetzt auf Arbeit. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns mit Sicherheit morgen oder übermorgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's nicht gut, macht's besser. Glück auf.